Blonder Lockenkopf, schwarze Brille, immer ein Hit im Gepäck. Und die Welt hat er auch schon gerettet. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Tim Bensko, 2 Jahre nach seinem Debütalbum Wenn Worte meine Sprache wären, mit dem er in Deutschland 3-mal, in Österreich und der Schweiz jeweils 1-mal Gold erreichte, ist viel passiert. Er ging mit Elton John und Joe Cocker auf Tour, war mit allen 4 Single-Auskopplungen in den Top 50 der deutschen Charts vertreten und würde jetzt gerne am liebsten eigentlich nur eines machen. Das ist eigentlich Urlaub. Also Urlaub, aber in Verbindung auch mit eigentlich gerade Ruhe haben wollen, um Songs zu schreiben. Doch damit wird es vorerst nichts. Mit seinem neuen Album Am seidenen Faden knüpft er nahtlos an den Vorgänger an. Immer wieder diese melodischen Songs, mal mit großem Orchester oder mal ganz schlicht mit Piano. Vergessen ist so leicht, wenn man vergessen kann. Erinnerst du dich noch, es raubt es dir den Atem. Dann vergisst du es doch, dann vergisst du es doch. Vergessen ist so leicht, für den Mann, der sonst auf schnelle Autos steht, ungewöhnlich ruhig. Doch auch damit wird Tim Bensko wieder Millionen Menschen erreichen, genauso wie mit seinen Texten die Generation 2.0. Du bist nur einen Herzschlag entfernt, auch wenn ich dich aus den Augen verlieh. Innerhalb von einem halben Jahr hat Tim Bensko seine 14 Songs im Studio eingespielt. Wie es werden würde, wusste er damals aber schon genau. Ich habe 1000 Ideen, weiß schon, wie es heißt, weiß, wie es aussehen soll und so. Das alles irgendwie bildet sich quasi eine kleine Albumwelt in meinem Hirn. Ich weiß aber noch nicht, wo das musikalisch am Ende ist. Es wird natürlich nicht so weit vom ersten entfernt sein, aber ich gehe davon aus, dass natürlich sich ein bisschen was tut. Getan hat sich schlussendlich nicht viel. Den Hang zum Schlager hat der ehemalige Fußballer nun mal verinnerlicht, so auch bei der ersten Single, die den gleichen Titel wie das Album trägt. Tim Bensko eines kann, dann ist es Texte schreiben. Das wird auf seinem zweiten Album schnell deutlich. Dafür hat er allerdings keine echte Strategie. Also wenn ich jetzt quasi freiwillig einen Song schreibe, also weil mir einfach was einfällt, dann ist es halt meistens so, dass ich einfach gerade keine Zeit habe, kommt gleich jemand zu Besuch oder ich muss irgendwo hin, dann fällt mir halt irgendwas ein und dann bastle ich es schnell so an irgendeinem Instrument den Refrain oder halt eine Strophe. Und die andere Situation, die ist ähnlich, aber das ist natürlich, wenn man jetzt einfach noch keine Idee hat und einfach von null auf sich hinsetzt, krass, man muss jetzt irgendwie ein Lied für irgendwas schreiben. Ich will zu dir, dir allein. Fest steht, auch mit diesem Album wird Tim Bensko genau den Nerv der Zeit treffen. Seine Musik klingt glaubwürdig, souverän, scheint stark im Trend zu liegen und hängt wahrlich nicht am seidenen Faden. Dass diese rote Linie, wer sie übertritt, verliert. Ich bin einfach...